Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz hier aus der Geschäftsstelle der Pinguine. Mit mir hier im Presseraum sind zu meiner Rechten Peter Dreiseitel, der Cheftrainer der Krefeld Pinguine. Und zu meiner Linken haben wir heute einen ganz besonderen Gast, das ist Patricia Helten von der Aidshilfe Krefeld, die am Sonntag sozusagen bei uns hier im große Aktion startet zugunsten der Aidshilfe Krefeld. Peter, wir wollen trotz alledem, bevor wir uns dem Gast zuwenden, einmal über das Wochenende sprechen. Ich sage, wir haben gerade ja schon so ein bisschen heiß darüber diskutiert, auf dem Weg hierhin, über die ein oder andere Aktion, die dort stattgefunden hat beim letzten Spiel. Zurückblickend, wie schätzt du das Spiel jetzt nochmal mit ein paar Tagen oder mit ein paar Stunden sozusagen ein? Jetzt ja, zwei lange und anstrengende Auswärtsspiele, die wir gewonnen haben. Gutes war dabei, weniger Gutes. Wir haben gerade ein Meeting gehabt mit der Truppe und ich habe es denen auch klar gesagt. Wir haben beide Spiele, wir waren gut vorbereitet, konnten gut in die Spiele reinstarten. Für meinen Geschmack haben wir dann speziell gestern, vorgestern, wann das war, haben wir dann ab dem zweiten Drittel zu viel verteidigt, nicht mehr für genug Entlastung gesorgt. Und das sind so Sachen, die wir noch besser machen müssen. Das weiß die Truppe auch. So, es ist ein taffer Monat für uns mit der ganzen Umzieherei, mit den ganzen Krankheiten, die wir seit Wochen schon mitschleppen. Und deswegen unter diesen Umständen, so wie der November eben sich für uns entwickelt hat und mit den ganzen Fahrten, wo wir im Bus sitzen tagelang, muss ich sagen, Hut ab und Kompliment an die Truppe, dass sie einen Weg gefunden hat, die Spiele zu gewinnen. Insbesondere, ich sag, der gute Auftakt da mit Zach Merkwood mit den 24 Sekunden, das Spiel. Woran hast du es festgemacht? Was ist, sag ich mal, nach dem ersten Drittel passiert, dass diese Dominanz, die auch in der ersten Drittel gespielt wurde, dass die nicht weitergeführt werden konnte? War es eine reine physische Sache oder war es dann vielleicht auch an dem anderen? Ja, ist eher erst einmal eine mentale Sache. Ja, wo vielleicht die Truppe noch meint, okay, gut, das wir führen 2-1 oder 3-1, das verteidigen wir jetzt zu Ende. Ist durchaus eine Möglichkeit, kann man machen. Aber ist nicht unbedingt meine Mentalität und ich möchte da ein bisschen anders in der Zukunft die Truppe spielen sehen, weil wir haben in Bayreuth Punkte verloren auf diese Art und Weise. Ravensburg, auch jetzt, hatte auch, weiß Gott, was passiert gestern mit den 5 Minuten für den Lewandowski und das Spiel kannst du verlieren. Und darum geht es. So, wir möchten da ein bisschen anders diese Führung bespielen und nicht nur verwalten dann. Blicken wir jetzt nach vorne. Am Sonntag haben wir das Spiel gegen Heilbronn. Was erwartest du dort? Klar, du bist ja immer jemand, der sagt, wir blicken zuerst auf uns. Was denkst du, was bis Sonntag, sag ich mal, an eurem Spiel dann sich noch weiterentwickeln muss? Ja, Marc, wie du schon sagst, ich über Heilbronn habe ich noch keinen Gedanken verschwendet. Für mich ging es jetzt darum, die Lehren und mit der Truppe gewisse Verbesserungen in unserem Spiel herbeizuführen. Und das hat die absolute Priorität. Und wir haben wieder eine ehrenlange lange Fahrt vor uns morgen nach Landshut. Und das müssen wir bewältigen. Mit dem Heimspiel beschäftigen wir uns dann danach. Wie gesagt, ich kann über Heilbronn jetzt gerade nicht viel sagen. Ja, Patricia, der 27.11., wir haben es gerade gesagt, es ist nicht nur unser Heimspieltag gegen die Heilbronner Falken, sondern es ist auch ein ganz, ganz besonderer Tag, sag ich mal, für euch, denn ihr seid hier zu Gast und ich sag, für mich ist es das zweite Mal, für euch schon häufiger passiert, der Teddybär-Toss, der kehrt zurück. Führ uns doch mal ein bisschen durch, was macht diesen Teddybär-Toss aus und ja, ich sag mal, wie habt ihr euch den Spieltag da vorgestellt mit unserer Unterstützung?
Ja, also erstmal freuen wir uns einfach wieder darauf, dabei zu sein. Das ist ja wirklich total die Tradition geworden, dass wir immer rund um den Welt-AIDS-Tag, der am 1. Dezember stattfindet, hier sind und das hier auch begehen können. Für uns ist es immer unheimlich wichtig, hier zu sein, dadurch wirklich diese politische Lage, die momentan herrscht durch Corona, es halt auch immer schwieriger wird für Vereine, Spenden zu akquirieren. Deshalb ist es halt für uns unglaublich wichtig, hier zu sein und an dem Tag dann mit diesen Teddybear-Toss auch Spenden zu sammeln. Ja, wir werden hier sein und werden an unserem Stand, den wir dann hier haben werden, Kuscheltiere verkaufen. Aber es darf natürlich auch jeder seine eigenen von zu Hause aus mitbringen für den Teddybear-Toss. Diese Kuscheltiere, das sind Sammelteddys, die gibt es jedes Jahr neu. Dieses Jahr ganz besonders gibt es den von letzten Jahr, weil letztes Jahr ist er ausgefallen. Genau, und es wird so sein, dass wir diese Teddybären für 5 € das Stück abgeben gegen eine Spende. Und man kann auch bei uns am Stand Gewinntüten kaufen für 2,50 € und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Nach dem Spiel werden dann alle Teddys auf die Eisfläche geworfen, entweder in den Tüten oder halt selbstständig, wenn ihr die selber zu Hause mitgebracht habt. Ja. Genau, und dann gibt es ganz tolle Gewinner, dank euch. Ja, also ich denke auch ein bisschen so eine Mischung aus Merchandising und Tickets mit einem sehr, sehr, und das ist ja so der Hauptpreis im Prinzip mit einer Rarität, mit einem Unikat, einem Sammlerstück. Magst du da vielleicht nochmal die Preise so ein bisschen näher bringen? Sehr gerne, das muss ich einmal wohl vorlesen. Ja, gerne. Also es gibt einmal ein unterschriebenes Match-Warm-Trikot von Luca Hauf. Dann gibt es 2 Tickets für das Pinguin Egg, 2 Sitzplatztickets für das Spiel gegen die Bayreuther Tigers am 4.12. um 18.30 Uhr. Und dann gibt es auch noch jeweils ein Fanschal aus der laufenden Saison. Und das Ganze wird dann nach der Ziehung wird's dann auf Social Media bekannt gegeben, wer gewonnen hat. Genau. Das, denke ich, ist auf jeden Fall eine gute Preiserunde. Und ganz wichtig, nicht nur die Preise, nicht nur unsere Fans, nicht nur die Leute, die an dem Teddybear-Toss teilnehmen, das möchten wir nochmal ganz klar fokussieren, werden davon profitieren, sondern ne, zum einen macht man halt was Gutes für die AIDS-Hilfe Krefeld und zum anderen, und das freut mich halt auch immer wieder, die Kinder im Kastanienhof, das ist das Jugendheim hier in Krefeld oder eines der Jugendheime hier in Krefeld. Kinderheim, genau. Kinder, Jugendheim, die werden da auf jeden Fall auch dann die Teddybären wieder einsammeln. Du und ich, wir haben letztes Jahr ja gesehen, Lukas Lessi und Jeremy Bracco waren da. Da ist auf jeden Fall jedes Kind mit einem Teddybär nach Hause gegangen. Absolut. Das ist, ja, genau richtig. Ja, ansonsten haben wir dann natürlich die drumherum. Ihr habt den Stand zum einen, aber natürlich möchten wir euch da natürlich nochmal eine kleine Bühne bieten. Auch da wird es dann nochmal einen zeremoniellen Packdrop, also das Eröffnungsbulli wird dann natürlich auch von euch präsentiert. Das heißt, auch da nochmal die Hoffnung, dass wir da ein paar gute Fotos machen und natürlich dann diese sehr, sehr wichtige und sehr richtige Aktion und euch dann natürlich auch als Verein unterstützen können. Genau. Ja, ansonsten bedanke ich mich. Ja, vielen Dank. Peter, deine Berührung mit Teddybear-Toss, das ist ja eine Sache, die mal sehr amerikanisch oder aus Amerika hier rüber geschwappt ist. Gab es für dich schon mal so ein Spiel, wo so eine Aktion gefahren wurde? Ja, also ja, es gab, also in Tschechien, Slowakei oder wie auch immer, es gab diese Art von Aktion. Ich kann mich so wahrgehen. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob das Teddybär schon ob ich da schon mal dabei war. Naja, ich freue mich drauf. Ja, lustig. Ich sag, das ist auf jeden Fall eine sehr weiche Angelegenheit. Das ist auf jeden Fall das Weichteste, was auf, ja gut, in Dresden haben sie jetzt auch so eine Aktion gehabt, da haben sie aber die Becher aufs Eis geworfen. Die Plastik, das ist, glaube ich, so ein Plüschtier ist da, glaube ich, entspannt, angenehm. Ich gehe auch davon aus, dass das nicht bei Kindern gelandet ist, die Becher, ja, ich so habe, Teddybären. Keine Ahnung. mit Eiern. Nee, das ist, ich habe gestern wohl gesehen, dass in der NHL auch Plastikbecher und Dosen und alles aufs Eis geworfen wurden in New Jersey. Aber die sind auf jeden Fall netter und besser und in einem besseren Kontext. Ja, ich darf die Presserunde einmal eröffnen. Gerne natürlich eure Fragen an Peter und an Patricia. Mit Mikro bitte.
Ja, wir fangen mit Peters Fragen an, ne? Dann genau. Haben wir... Peter, zum Personal, hatte ich dich da jetzt richtig verstanden? Alle Spieler sind im Prinzip wieder einsatzbereit? Oder gibt es doch noch eine andere... Also Zerrissen wird morgen noch nicht spielen. Zerrissen kann noch nicht spielen? Nein. Okay. Aber wenn jetzt über Nacht nichts passiert, müssten wir eigentlich alle an Bord haben. Mhm. Also Van de Ven und Sandro Meyer, ja, hast du dann wieder dabei. Ja, auch die, wieder Jungen, dabei. Die Jungen, die... sind wieder da. Als Backup fährt der Weser wieder mit? Weiß ich noch nicht. Weiß er noch nicht. Okay, danke. Herr Peter, du hast eben gesagt, dass die Stürmer dir zu wenig nach vorne gemacht haben. Aber sag mal, in Dresden haben die Jungs ja einen super Job hinten gemacht. Ich meine, dadurch habt ihr Gegentor verhindert. Ne? Ich meine, das ist manchmal so ein schmaler Grat, ne? Was war jetzt der Vorteil? Wir werden ja auch in der eigenen Zone auch ein bisschen stabiler und besser mit der Zeit. Da geht es jetzt nur um das Grundsätzliche. Will ich, sage ich mal, 35, 40 Minuten eines Eishockeyspiels mit Verteidigen verbringen, oder geht es auch anders? Ja, aber der Zerrissen fehlt natürlich, der wichtige Mann, der in Dresden fehlt. Ich hab's auch bei der Pressekonferenz gesagt. Die fünf Verteidiger plus Bellof haben einen überragenden Job gemacht in Dresden. Ich hätte mir nach hinten schon. Mhm. Ich hätte mir nur gewünscht, sie hätten mehr Offense kreiert, um die Defense von uns wegzuhalten. Mhm. Jetzt habt ihr heute erst frühen Nachmittag Training. Ist natürlich keine optimale Vorbereitung vor so einer langen Busfahrt, dann zu Hause nicht länger sich ausruhen zu können. Hast du sowas schon mal erlebt, dass man dann kein Eis kriegt, wo drei Eisflächen zur Verfügung stehen? Ja, ich will da jetzt noch nicht allzu viel, ich kenne die Hintergründe nicht, ja. Genau. Das ist alles ein bisschen dubios für mich jetzt, deswegen will ich da auch nicht zu sehr mit reinduktern. Ist ja auch nicht mein Job. Mhm. Ich hoffe, dass jetzt so langsam aber sicher wir wieder eine gewisse Routine aufnehmen können und... dann müsste es für die Jungs auch etwas einfacher sein, weil jetzt war es wirklich, die letzten drei, vier waren wirklich ziemlich chaotisch. Ja. Bei den Reihen, wie denkst du da jetzt so, bleibt das? Oder musst es ja zwangsläufig umstellen durch die Krankheiten? Also ich denke, wir werden morgen das Spiel beginnen in den üblichen Reihen, so wie die letzten Spiele eigentlich, oder wenn wir denn komplett waren. Ich lasse mir immer die Option offen, schon im Spiel was zu ändern. Mhm. Und für die Zukunft ist alles möglich. Mhm. Wenn du schon die Zukunft ansprichst, wenn du jetzt den Wunsch hättest, noch einen Spieler zu holen, welches Profil würdest du ihm zuschreiben? Das habe ich ein paar Mal beantwortet. Erst muss ich mit dem Sergej sprechen. Ob jetzt noch auf diesem Sektor was über, weil dann macht es keinen Sinn, sich darüber zu unterhalten, wenn das nicht geht. Dann können wir ja dann, wenn ich mit dem Sergej gesprochen habe, kann man dann nach Hause gehen und sagen, ja, wir suchen vielleicht noch hier und da Verstärkung, aber ich weiß es nicht, deswegen macht es keinen Sinn, darüber jetzt. Aber du hattest uns gesagt, du hättest mit ihm gesprochen in der Deutschlandcup-Pause. Ich hatte noch nicht wirklich Zeit, sich mit ihm zusammenzusetzen. Das wird jetzt hoffentlich in den nächsten Wochen passieren. Okay. Morgen in Landshut. Weiß gar nicht, warst du dabei, als ihr mit Köln die letzte Meisterschaft gegen Landshut geholt? Ich war da. Da warst du. Ja. Genau. Ja. Das war die letzte Meisterschaft, die Köln, glaube ich, geholt hat, ne? Oder? Ja. Und Krefeld hat dann dummerweise, wäre eigentlich der Gegner gewesen, aber nach 2-0 Führung haben die 3-2 verloren gegen Landshut im Halbfinale. Ach, tatsächlich? Ja. Okay. Dramatisch. Ja, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, aber ja, okay. Ja, genau. Okay. Wann fahrt ihr morgen los? Abfahrt geplant? Ich weiß nicht, es wird wieder, schätze ich mal, so, was wir jetzt die ganzen Spiele vorher auch hatten, das war immer so zwischen 8 und 9. Okay, danke. Es noch weitere Fragen? Können Sie noch, wissen Sie, wie viele Teddybären da so beim letzten Mal
so aufs Eis geflogen sind? Wird das gezählt? Eine Sekunde, der Peter muss aufs Eis jetzt gleich. Deshalb einmal ganz kurz, danke Peter, und dann wir sprechen uns. Und dann würde ich natürlich für die Patricia. Ja, alles gut, vielen Dank. Danke, viel Erfolg morgen. Genau, also die Teddybären, die letztes Jahr aufs Eis geflogen sind. Wie viele waren es? Also wir müssen dazu sagen, es war ja letztes Jahr noch alles unter Corona-Bedingungen. Es waren weniger Menschen da, auch im Stadion. Ich meine, es wären um die 150 bis 200 gewesen. Also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es muss so um den Dreh rum gewesen sein. Also waren einige. Also ich meine letztes Jahr auch... Wo du die 200 sagst, ich meine, es waren um die 200, die letztes Jahr geworfen wurden. Marc, die Frage jetzt für Sonntag. Kartenvorverkauf, Deutschlandspiel um 20 Uhr bei der WM. Gute Frage. Merkt man das? Ich würde tatsächlich mit der Christina Schertes aus dem Ticketing nochmal Rücksprache halten. Da habe ich jetzt keine aktuelle Zahl bekommen. Ja. Okay. Könntest du uns denn dann noch nachher informieren, nach dem Training, wenn feststeht, wer da jetzt vielleicht doch nicht mitfahren kann, außer Zerras? Ja, ich würde schauen, dass ich da entweder, also wenn heute nichts mehr kommt, sobald ich dann morgen früh irgendwie was erfahren sollte, zur Not Maxi Mehlko fährt ja auch mit, da wird er dann spätestens auch da sehen, wer in den Bus gestiegen ist und wer nicht. Ja, ne? Für den Vorbericht klar. Zu wissen. Ja, ja, also wie gesagt, sobald ich weiß, ob da jemand nicht mitfährt oder nicht, dann würde ich euch da in Kenntnis setzen. Genau. Und vielleicht kannst du mal fragen, ob eventuell jemand von Düsseldorf kommt. Der Trainer muss ja jetzt schnell weg, aber könnte ja sein, ne, wenn du uns das noch zukommen lässt. Ne? Notiere ich mir direkt mal. Perfekt. Genau. Herr Aidshilfe, dann oben im Umlauf wieder diesen Stand. Genau, wir sind wieder mit dem Stand dort. Wir werden auch wieder rumlaufen, auch Teddys verteilen. Genau, man wird uns sehen. Alles klar, danke. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch mal die kurze Information, dass wir mit dem Vorverkauf für Regensburg am 16.12., für Lausitz am 23.12. und für das Topspiel gegen die Kassel Huskies am 28.12. jetzt gerade gestartet sind. Das heißt, auch da sind jetzt Tickets über die Website bzw. über www.kev-tickets.de sowie hier im Fanshop verfügbar. Ja. Ansonsten, wenn es keine weiteren Fragen an dich gibt, Patricia, danke ich dir natürlich auch und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Ich kann mich erinnern, da war, glaube ich, für jeden letztes Jahr auch die Kinder, die Teddys einsammeln durften. Ich glaube, die haben da noch mal 5-mal die Tonnen umgeworfen, damit die Teddys wieder einsammeln durften. Das war schon putzig. Nee, ansonsten danke dir und ansonsten danke ich natürlich auch den Pressevertretern und natürlich auch den Zuschauern zu Hause. Einen schönen Rest Donnerstag und bis dann. Ciao.